Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma SR2-Technik. Mein Name ist Arthur Schröder. Heute wollen wir mit keinem Geringeren als Sascha Sinz. Dein Wort, dein Stichwort. Ja, hallo. Rein. Sascha hi, dabei. Und natürlich Till an der Kamera. Wir wollen heute ein bisschen Technik-Talk machen. In einem der letzten Videos habe ich ja schon mal so angesprochen, Thema Upgrade-Lader, Hybrid-Lader, die Effizienz und ein bisschen darüber gesprochen. Wir wollen heute mal über diesen TTRS sprechen mit Sascha, mal auf ein paar Punkte eingehen. Als erstes würde ich erstmal sagen, Sascha, was erzähl mal kurz, was haben wir hier für ein Auto, was für ein Motor etc., ein paar technische Daten dazu. Ja gut, also wir haben hier den Datsa-Motor, das heißt, das ist der aktuelle TTRS. Der Alu-Motor an sich reagiert mit seiner Verdichtung und seiner Effizienz, die er hat, sehr gut auf die Hybridlader. Wir haben jetzt mal den Versuch gestartet, dass wir Was haben wir hier für eine Verdichtung jetzt? 10er Verdichtung jetzt. Also original. Original haben wir eine 10er Verdichtung. Und die letzten Motoren, die, sag ich mal, mit den TTE-Ladern, zum Beispiel den TTE 77, sind wir immer so mit Serienverdichtung gefahren. Genau, ne? Mit Serienverdichtung, weil es halt ziemlich gut angesprochen haben und weil es zum Laderkonzept gepasst hat. Ja. Also da haben wir ja schon mal darauf eingesprochen, dass wir festgestellt haben, bei einem gewissen Ladedruck hat er die beste Effizienz der Lader. Gibst du mehr Ladedruck drauf, passiert nicht viel. Das haben wir bis jetzt immer so gefahren mit der Serienverdichtung. Was haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben jetzt hier unsere Kolben und Bläule eingebaut, die wir haben extra für die Motoren fertigen lassen. Zum Thema Verdichtung sagen wir noch nichts, weil wir da noch am Testen sind, weil wenn wir jetzt irgendwas sagen und es funktioniert nachher nicht, wir warten erst ab, wir testen, wo wir auch schon auf das nächste Thema kommen. Wir haben gemerkt... Was haben wir denn auf dem Prüfstand jetzt festgestellt, was die Kombination zwischen Verdichtungsreduzierung bei dem Motor und dem Hybridlader, also dem TTE 77, was haben wir da jetzt festgestellt auf dem Prüfstand? Der Motor an sich hat an Effizienz verloren. Das heißt, das Ansprechverhalten hat sich ein leichtes Stück nach hinten verzögert, ganz leicht, kaum spürbar. Allerdings kriegen wir die Leistung nicht mehr, weil wir die Füllung nicht mehr erreichen können. Weil, wie gesagt, Arthur hatte ja schon mal über die Effizienz der Hybridlader. Till kann das mal hier oben, rechts oder links nochmal einblenden. Arthur Wilms an dieser Stelle. Ah nee, Arthur Schröder. Genau. er hat ja darüber eine Kleinigkeit erzählt, dass sie eine Effizienz haben bei dem und dem Ladedruck. Wenn wir den und den Ladedruck aber in einem bestimmten Bereich von der Effizienz des Motors kriegen wollen, kommen wir nicht mehr dahin. Wir müssten rein theoretisch mehr Druck reinpacken. Aber was passiert bei den Hybridladern, wenn wir mehr Druck reinpacken? Sie werden uneffizient. Ne? Hm. Und bei dem Thema sind wir jetzt, dass wir da noch also eine haben wir gemerkt jetzt im Prinzip auf dem Prüfstand, hat Marcel ja wieder den abgestimmt, das Auto, und hat gemerkt, dass wir die Leistung nicht erreicht haben. Jetzt haben wir natürlich aber auch mit dem Lader, sage ich mal, ja auf dem 8V1 zum Beispiel, oder beziehungsweise andere Fahrzeuge mit Verdichtungsreduzierung gefahren, wo wir dann aber Leistung generiert haben, sage ich mal. Aber ich glaube, das können wir nicht vergleichen. Das können wir nicht vergleichen. Den 8V. Der 8V1-Motor, der hat eine reine Nockenwellenverstellung. Hier haben wir noch eine Nockenhubverstellung. Der Motor ist an sich von der... ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt sagen soll. Die Hubverstellung, die in dem Motor ist, macht den kompletten Motor aus. Wenn wir jetzt so einen Stahlguss, einen Zepa haben zum Beispiel oder sowas, wir haben zwar schon eine gute Nockenwellenverstellung, aber wir können den Hub und das Abgasvolumen nicht nach außen bringen, was wir nachher wieder dafür brauchen, um den Turbolader anzutreiben, um wesentlich mehr Volumen für die Verbrennung zu schaffen. Ja, das Gleiche haben wir ja schon mal bei den Golf 7R gemerkt. Da hatten wir ja schon mal, vor 2 Jahren oder so, hatten wir schon mal Kolben gebaut mit weniger Verdichtung. Und da fehlten uns immer so 50 PS oder so. 60 PS. Genau. Und unten raus und ein bisschen. Das hat Marcel auch jetzt auf dem Prüfstand festgestellt, dass wir da, glaube ich, einen Leistungsverlust hatten. Die Effizienz war einfach nicht mehr so gegeben. Deswegen haben wir uns gedacht, beziehungsweise haben wir uns zusammengesetzt mit MTR und TTE und Sascha und Arthur, haben uns einfach mal alle unterhalten und haben uns überlegt, okay, was können wir jetzt machen, wie können wir jetzt weitermachen. Deswegen haben wir uns überlegt, wir werden jetzt mal dafür einen Rohrkrümmer bauen und Downpipe. Dazu wird die Firma TTE hat sowieso schon seit längerem, sage ich mal, in Planung, einen Lader zu bauen, der so aufgebaut ist wie ein Garrett-Lader im Prinzip ungefähr. Ja. Man kann dazu sagen, als Single-Lader ist es
quasi ein Lader, der überall eingesetzt werden kann, der ohne Krümmer ist. Man hat den Vorteil dabei, dass der halt nicht mehr Integralkrümmer ist, sondern dass man den auf x-beliebige Rohrkrümmer. Das heißt, der Turbolader ist jetzt nicht nur für die 5-Zylinder gedacht, sondern kann auch auf 4-Zylinder, kann auch auf 6-Zylinder. Haben wir denn da wieder die gleichen Probleme eventuell mit Effizienz bzw. Ladedruck? Eigentlich nicht, oder? Das Positive an so einem Art Garrett-Lader, ich nenne es jetzt einfach Art Garrett-Lader, also den Lader, den TTE produzieren möchte, ist, man ist nicht in der Stopfgrenze nachher. Ne? Man ist ja ziemlich limitiert durch den Krümmer, was durchgeht. Ne? Okay. Das ist Punkt 1. Und das Abgasgehäuse ist auch nicht das effizienteste. Wenn du jetzt hier einen Rohrkrümmer und einen, sagen wir mal, nicht TTE-Lader, sondern einen Garrett-Lader machst, du hast immer noch die Möglichkeit, es mit Druck zu kompensieren, was der nicht kann, weil der Lader noch überschüssige Energie abgeben kann. Ne? Und das hat man bei so einem Hybridlader nicht. Die sind grenzwertig gebaut. Sie halten und sie haben auch noch einen Restlimit, aber sie können es halt nicht, weil sie limitiert sind. Gut, das heißt also im Prinzip, sage ich mal, wir haben jetzt für uns festgestellt, bei dem Datsa-Motor mit Serienverdichtung, die bauen wir dann immer nur mit Pleule, bauen wir dann ein, Serienkolben, Serienverdichtung und den, sage ich mal jetzt zum Beispiel den TTE 777, sag ich mal, der funktioniert da drauf, der hat dann einfach bei einem gewissen Ladedruck die beste Effizienz, wir fahren damit die 700 PS. Es gibt ja auch noch ein etwas kleineres Kit, sage ich mal, von denen, das MTR Race Kit, was 600 PS macht oder ein bisschen über 600 PS. Im Prinzip ist es halt so, dass wir für uns persönlich jetzt als Firma SAR, MTR und festgelegt haben, dass so das beste Konzept ist, denke ich mal. Deswegen wird es jetzt weitergehen halt, dass wir sagen, okay, wenn wir weiter über diese 700 PS gehen wollen, müssen wir jetzt einfach komplett was anderes bauen. Und dafür werden wir jetzt dann den Krümmer bauen. Wir bauen den Rohrkrümmer, wir bauen die Abgasanlage, also das Hosenrohr dafür, das Wastegate, die Ansaugung, wie auch das Ladeluftsystem anpassen. TTE hat sich bereit erklärt, dazu den Lader jetzt. Genau, ich glaube, der heißt TTE 1200 oder so. Ja. Klingt das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall der Lader mit der geilen Diamantverdichterseite, die so gefräst ist, so ein bisschen wie ein Diamant. Ja. Da werdet ihr dann einfach in den nächsten Videos ein bisschen was weiter dazu sehen. Ja, Fazit, wie gesagt, wir haben ein bestehendes Kit, was die Leistung macht bei dem Motor. Wie viel Leistung hat der für jetzt? Uns persönlich, mit dem Lader, also dieses Konzept an sich, fahren wir so immer mit 700 PS. Okay. Nur mit rein mit 102 Oktan, ohne Zusatz, ohne Ringsrad. Es geht auch mehr Leistung, aber dann halt natürlich auch mit Zusatz oder es geht auch mit 102 ein bisschen mehr, aber dann kommt man schon so an die Grenze, wo man sagt, okay, das ganze Konzept steht einfach so, das fährt sich gut, das passt gut zusammen und dabei werden wir auch bleiben und ihr werdet jetzt in den nächsten Wochen halt, wie gesagt, ein bisschen mehr darüber sehen mit der Firma MTR, TTE zusammen und dann auch auf dem Prüfstand mit Arthur, mit Marcel und natürlich beim Bauen auch mit unserem Sascha. Freue ich mich schon drauf. Ja, dann würde ich sagen, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ciao, wir sind raus. Ciao.